Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcraft. So, der zweite Teil von U43 auf Feindfahrt. Im ersten Teil habe ich nun kein Intro gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Also ich dachte, ich lasse das einfach erstmal wirken. Die U-Boot-Verrückten von euch, die sind natürlich da gleich aufgesprungen wie die Wahnsinnigen. Und der zweite Teil ist noch ein bisschen länger und da wollte ich noch mal was zu sagen, weil man, ja, man muss diese Tagebucheinträge ja auch mal ein bisschen anders beleuchten. Also ich glaube, die meisten von euch kennen ja das Boot und was die da alles gemacht haben und Abenteuer und so weiter und die modernen Kriegsfilme und so weiter, was da alles los ist und Action, Action. Und hier bei gerade bei dem zweiten Teil sieht man oder hört man, wie langweilig das auch gewesen ist. Ich meine, natürlich haben die Jungs da in der Röhre ihren Dienst gemacht, von morgens bis abends, haben irgendwann geschlafen, gegessen, ne, Shit, Shower and Shave, man kennt das ja alles. Und dann war einmal was los und dann war es auch schon wieder vorbei. So, also diese ganze, ich sag mal, dieser Spruch, die meiste Zeit seines Lebens wartet der Soldat vergebens, trifft es hier auch wirklich. Auch beim Vorlesen oder beim Einsprechen ist mir aufgefallen, dass es wirklich viel Langeweile, Leerlauf, Routine und so weiter war, bis die Jungs dann mal was zu tun hatten. Das nimmt so ein bisschen diesen Abenteuerflair der U-Boot-Fahrer, aber natürlich, wenn die dann zum Zuge kamen und ich sag mal, ihr Torpedo abgeschossen haben, dann waren sie natürlich auch erfolgreich. Ne? Aber trotz alledem denke ich mal, dass bestimmt 70% der Zeit auf so einem U-Boot einfach nur Langeweile war, beziehungsweise es passierte halt nicht viel so. Trotz alledem fand ich diese ganze U-Boot-Reihe sehr spannend und das hat der Ricky auch wirklich gut zusammengeschrieben. Ist tatsächlich auch ein Original-Tagebuch gewesen, das wir überarbeitet haben von U43 und das macht es, finde ich, auch so besonders. Genau. Ja, wenn ihr das alles nachher durchgehört habt, am Ende gibt es nochmal ein Fazit zu den Sachen, was da wirklich passiert ist. Also nochmal das aus der Sicht des Erzählers und dann einmal, was in Wirklichkeit passiert ist, nochmal so im Vergleich gesetzt. Also wie die U-Boot-Leute das empfunden haben, als sie es aufgeschrieben haben und was nachher die Alliierten zu Papier gebracht haben. Nur mal so als Hinweis, man sollte es bis zum Ende hören. Lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt kommt Teil 2 und 3 von der Feindfahrt U43 und ich hoffe, das holt euch auch ein bisschen ab. Los geht's. Montag, 26. Oktober 1942. Vorsichtig geht es höher. Die Schraubengeräusche haben sich verloren. Wahrscheinlich sind die Bewacher nach Hause gefahren, um einen schönen Sonntagabend zu verleben, denn jetzt um Mitternacht unserer Zeit ist es bei denen erst 18 Uhr. Nach 1 Uhr wird aufgetaucht. Es ist wieder verflucht hell oben, sodass wir uns mit beiden Dieseln von Land nach Nordosten absetzen, dem linken Ufer zu. Laufend ändern wir den Kurs, sodass das Boot in der Morgendämmerung fast denselben Standort hat wie am Vortag. Dann wird getaucht. Den ganzen Tag über bleibt es ruhig. Nur am Abend sind in einiger Entfernung zwei Detonationen zu hören. Seegang kommt auf und das Boot lässt sich nur schwer auf Zero-Tiefe halten. Von 21 bis 23 Uhr reparieren wir in Eile die Zero-Anlage. Dienstag, 27. Oktober 1942. Um 1.15 Uhr tauchen wir auf. Die See ist noch immer so stark, dass sich im Laufe der Nacht einige Kameraden der Besatzung übergeben müssen. Wir stehen in der Nähe des Leuchtfeuers Saint-Malais de la Rivière Madeleine. 11.30 Uhr gehen wir unter Wasser. Wegen des Seegangs und der hohen Dünung lässt der Kommandant nur alle 2 bis 4 Stunden auf Zero-Tiefe gehen. Es wird kälter. Die Plus-Minus-Null-Grenze des Wassers ist erreicht. Unser Kali-Patronenbestand wird überprüft. Es sind noch gut 200 Stück. Die reichen aber nur noch knapp für die Tage, die wir noch hier bleiben wollen. Sie werden jetzt rationiert. Im Übrigen vergeht der Tag ruhig. Mittwoch, 28. Oktober 1942. Wir befinden uns bereits in der 6. Woche. Wie jeden Tag tauchen wir in der Abenddämmerung auf. Heute ist es wieder etwas dunkler als sonst. Mit 1 langsame fahren wir am rechten Ufer entlang stromaufwärts. In 18 Meilen Entfernung ist gerade noch mit bloßem Auge das Land zu erkennen. Bald müssen wir wieder verschwinden und tauchen weg. Alle 2 Stunden gehen wir auf Zero-Tiefe. Am Abend fällt der Schalter der Drückölpumpe für das Zero aus, sodass es nicht mehr ausgefahren werden kann. Donnerstag, 29. Oktober. Erst kurz vor 1 Uhr wird der Schalter provisorisch fertig, sodass wir auftauchen können. Es geht weiter stromaufwärts. Wir befinden uns auf Höhe von Matane. An beiden Seiten ist wieder Land zu sehen. Um 8 Uhr
kommt so ungewöhnlich starkes Mondlicht auf, dass wir sofort tauchen müssen. Erst um 10.30 Uhr gehen wir wieder hoch. Die Batterie wird vollgeladen. Kurz nach 11 Uhr setzt die Morgendämmerung ein. Auf Tauchstation! Am Nachmittag kommen einige Fischerfahrzeuge in Sicht. In geringer Entfernung passieren wir sie. Durch das Seerohr sind deutlich die Männer zu sehen. Wir selbst bleiben unentdeckt. Eine Stunde später ist noch ein Segler zu sehen, aber keine lohnende Beute. Im Boot macht sich die Kälte bemerkbar. Ein großer Teil der Besatzung klagt wegen Rheuma. Der Tag vergeht ruhig. Freitag, 30. Oktober. Kurz vor 1 Uhr werden alle Schläfer geweckt. Der Kommandant spricht über die Rundspruchanlage. Gestern konnte er einige deutsche Nachrichten abhören, die er uns mitteilt. Endlich erfährt man wieder einmal etwas. Anschließend tauchen wir auf. Die Nacht ist ziemlich dunkel. Wir halten uns in 5 bis 6 Seemeilen Abstand vom rechten Stromufer. Es ist erstaunlich, dass uns kein Flugzeug mehr ortet. Rechnet man schon mit unserer Versenkung oder dass wir schon das Weite gesucht haben? Schiffsverkehr ist auch keiner hier. Es ist eine langweilige Fahrt. Über 14 Tage stehen wir nun schon hier und seit 17 Tagen haben wir alle schon kein Tageslicht mehr gesehen. In der Morgendämmerung wird getaucht. Gleich darauf sind Schraubengeräusche im Horchgerät zu vernehmen. Auf Seerohrtiefe ist nichts zu sehen. Obwohl es bereits 13 Uhr ist, ist die Sicht durch die lang anhaltende Morgendämmerung sehr beeinträchtigt. Nach einiger Zeit verstummt die Horchpeilung. Am Nachmittag werden die Batterien mit neuem Destillat aufgefüllt. Langsam vergeht die Zeit. Sonnabend, 31. Oktober. Kurz nach 0.30 Uhr befiehlt der Kommandant, auf Seerohrtiefe zu gehen. Wir stehen wieder ziemlich dicht an Land. Gleich darauf jagt unser Funker einen Funkspruch heraus, dass hier wenig Schiffsverkehr herrscht, dass wir bereits 14 Tage hier stehen und dass bei zweimal Geleit kein Erfolg beschieden war. Zwei Boote befinden sich auf der Überfahrt, um uns in einigen Tagen abzulösen. Wahrscheinlich wird ihnen der Befehlshaber der U-Boote andere Operationsgebiete zuweisen. Nun ist die See wieder ganz ruhig, nur es ist schrecklich kalt. Gut ist, dass unser seemännisches Personal dicke Fellwesten und Fellmützen dabei hat, sonst wäre es auf der Brücke nicht auszuhalten. Bald ist es wieder Zeit zum Tauchen. Um 11.30 Uhr ist es soweit. Ab und zu kommen kleine Fischerfahrzeuge und Segler in Sicht. Wenn nun endlich einmal wieder ein Geleit käme, damit man etwas Abwechslung bekommt. Jetzt lässt der Kommandant wenigstens jeden Tag zum Mittagessen eine halbe Stunde Schallplattenkonzert aufführen. Im Übrigen vergeht der Tag ruhig. Sonntag, 1. November. Heute haben wir den 6. Sonntag in See. Um 0.45 Uhr wird aufgetaucht. Pechschwarz sind nun die Nächte. Die besten Angriffsnächte. Aber leider kommt nichts in Sicht. In 7,5 Seemeilen Entfernung brennen die Leuchtfeuer des rechten Ufers. Gegen morgen kommt die Bestätigung und Antwort auf unseren Funkspruch von gestern. Seit heute spüre ich wieder Rheuma im rechten Schultergelenk. Aber man kann nichts dagegen unternehmen. 20 Uhr wird getaucht. Freitag, 6. November. Knapp eine halbe Stunde sind wir oben. Da kommen wieder auf Tauchstation. Wir gehen auf 50 Meter. Unser Flugzeugmelde- und Beobachtungsgerät ist ausgefallen. Sofort wird es auseinandergenommen und der Schaden festgestellt. Leider haben wir für diesen Ausfall kein Ersatzteil dabei. Das Gerät kann nicht repariert werden. Es bleibt unklar. Ausgerechnet dieses Gerät muss ausfallen. Immerhin bedeutet es uns unsere halbe Sicherheit. Um 5 Uhr geht es über Wasser. Mit beiden diesen halbe jagen wir durch den Golf, um möglichst schnell herauszukommen. Um 11 Uhr wird es hell. Wir tauchen. Am Nachmittag kommt ziemlicher Seegang auf, sodass sich das Boot auf Seerohrtiefe schlecht halten lässt. Um 17 Uhr stellen wir die Luftreinigung an, da wir heute nicht auftauchen können. Wir fahren zu dicht unter Land. Außerdem haben wir tiefhängende Wolken. Erst kurz vor 24 Uhr gehen wir über Wasser. Sonne am 7. November. Heute ist nun mein 22. Geburtstag. Um 2 Uhr ziehe ich auf Wache und werde von meinem Kameraden beglückwünscht. Beide diese gehen auf halbe. Noch in dieser Nacht wollen wir den Golf verlassen. Es ist stockdunkel. Achtern verschwindet das Feuer Bird Rocks. Um 5 Uhr passieren wir die engste Stelle der Cabotstraße. Da kommt ein Schatten ins Licht. Wir manövrieren drauf zu. Es ist ein Transportsegler, der hier seinen Dienst versieht. Mit bloßem Auge ist er erkennbar. Uns wird er wohl nicht sehen. Wir drehen ab, zurück auf unseren alten Kurs.
Bald stehen wir außerhalb des Golfes. Der Durchbruch ist auf Anhieb gelungen. Um 6 Uhr kommt der Kommandant von der Brücke und gratuliert. Er spricht vom jungen Eheglück und von einigem mehr. Kurz vor 11 Uhr wird abermals ein Schatten gesichtet. Die Morgendämmerung bricht schlagartig durch, sodass wir sofort wegtauchen müssen, um nicht gesehen zu werden. Eine Zeit lang fahren wir unter Wasser, bevor wir erneut auftauchen. Vorsichtig pirscht sich der Kommandant heran. Verdammt, ist wieder nur ein Segler. Gleich darauf gehen wir unter Wasser. Um 12.30 Uhr kommt die hohe Schiffsführung in die Zentrale, um mir zu gratulieren. Der Kommandant trinkt als erster aus der vollen Cognac-Pulle, die anschließend mit den Kameraden geteilt wird. Im Anschluss muss ich gleich bei einer größeren Reparatur mit ran. Drei Ventile werden neu eingeschliffen und einige Leitungen versetzt. Um 16 Uhr essen wir im Heckraum den Geburtstagspudding und eine große Büchse Kekse. Langsam vergehen die Stunden. Zu Hause wird man heute wohl auch an mich denken. Es ist der erste Geburtstag, zu dem mir meine Frau gratulieren kann. Ich denke viel an zu Hause, sodass trotz allem die Zeit bis zum Auftauchen nicht gar zu langsam verstreicht. Um 23.15 Uhr gehen wir über Wasser. Sonntag, 8. November. Es herrscht nicht allzu starker Seegang. Meeresleuchten kennzeichnet den Standort des Bootes. Noch einige Stunden laufen beide diese halbe, dann setzen wir die Fahrt mit einer Maschine langsame fort. 10 Uhr sind wir bereits 100 Seemeilen vom untersten Zipfel von Neufundland entfernt. Trotzdem taucht der Kommandant zu Beginn der Morgendämmerung weg. Der Funke arbeitet immer noch am Flugzeugmelde- und Beobachtungsgerät. Per Funkspruch hat der Kommandant den Befehl, freies Manöver im ganzen Atlantik erhalten. Ebenso die Information über die Anwesenheit von zwei schwedischen Schiffen hier in den Gewässern. Stündlich geht es auf Seerohrtiefe. Kurz vor 23 Uhr wird aufgetaucht. Montag, 9. November. Während meiner Freiwache höre ich die Wiederholung der Führerrede. Um 2 Uhr muss ich auf Wache. Es ist schön dunkel auf der Brücke. Die Lufttemperatur ist um 7 Grad gestiegen. Das Flugzeugmelde- und Beobachtungsgerät arbeitet wieder. Der Diesel läuft auf langsame. Das ändert sich um 5 Uhr. Beide Diesel gehen auf große. An der Kim sind zwei Lichter zu sehen. Rasch kommen wir näher. Im Abstand von einigen Seemeilen fahren die beiden gemeldeten Schwedenschiffe an uns vorbei. Wir drehen wieder ab und lassen uns erst gar nicht sehen. Beim Nachmittag löst sich beim Reinigen eines MGs im Turm plötzlich ein scharfer Schuss. Zum Glück wird niemand verletzt. Nur die Hülse fliegt einem Kameraden an die Stirn. Wir steuern jetzt 30 Grad, sodass wir auf die große Neufundlandbank, eine Gruppe von Unterwasserplateaus südöstlich von Neufundland, kommen. Um 13 Uhr bin ich seit dem 10. Oktober das erste Mal wieder für 2 Minuten bei Tageslicht auf der Brücke. Kurz darauf loten wir die Tiefe per Elektroloten und dann wird getaucht. Stündlich geht es auf Seerohrtiefe. 21.30 Uhr werden die Maschinen klargemacht und aufgetaucht. Knapp 2 Minuten später kommt eine starke Flugzeugortung. Sofort tauchen wir wieder weg. Wir stehen etwa 60 Seemeilen vor der Südküste Neufundlands. Nach weiteren 1,5 Stunden unter Wasserfahrt geht das Boot auf Seerohrtiefe und anschließend über Wasser. Dienstag, 10. November 1942. Oben ist es ziemlich dunkel und sehr kalt. Die Wassertiefe unter uns beträgt 100 Meter. Beide Diesel laufen auf langsame. Wir können einige Nachrichten abhören. Kurz nach 6 Uhr kommt ein Leuchtfeuer in Sicht. Es ist Cap Race an der Südwestküste der Halbinsel Avalon. Bis auf 15 Seemeilen kommen wir an die Küste heran, bevor wir auf 90 Grad drehen. Um 10 Uhr in der Morgendämmerung zwingt uns eine starke Flugzeugortung mit Dauerton zum vorzeitigen Tauchen. Stündlich geht es auf Seerohrtiefe. In meiner Freiwache zwischen 12 und 16 Uhr taucht das Boot auf. Aber noch während dem Ausblasen kommt ein Flugzeug in Sicht. Sofort geht es wieder auf 50 Meter tief hinab. Erst in der Dämmerung gegen 23 Uhr kehren wir zurück an die Oberfläche. Ein Kurs in Richtung Küste wird gesetzt. Mittwoch, 11. November. Um Mitternacht werden zwei Feuer an der Westküste von Avalon ausgemacht. Wir fahren längs der Küste. Plötzlich strahlt ein Scheinwerfer vom Festland auf. Wir setzen etwas weiter von Land ab. Für kurze Zeit kommen die Feuer außer Sicht. Es ist wieder hundsgemein kalt. Mein Rheuma wird schlimmer.
Nach einer Weile werden die Feuer an Land gelöscht. Wir drehen nach Steuerbord auf 90 Grad und laufen in den freien Atlantik. Von 14.30 Uhr bis 19 Uhr gehen wir unter Wasser. Die Kälte lässt etwas nach. Der Seegang ist nicht allzu stark. In der Nacht geht es wieder auf Gegenkurs. Donnerstag, 12. November. Wir laufen mit einem Diesel langsamer. Nebel zieht auf. Der Seegang nimmt zu und die Brückenwache braucht Regenzeug. Bei Tage variiert die Sichtweite zwischen 200 und 2000 Meter. Um 11 Uhr wird getaucht. Wir schleifen das Hauptausdruckventil der Untertriebszelle neu ein. Dann werden zwei Brennstoffbunker gelenzt und zu unseren Regelbunkern gedrückt, damit wir mehr Lenzwasser zu uns ins Boot bekommen. Gegen 17 Uhr tauchen wir auf. Der Nebel hat sich nicht verflüchtigt. Er ist noch so stark wie zuvor. Unser Kurs liegt im Wechsel bei 90 und 270 Grad. Freitag, 13. November. Heute müsste eigentlich was los sein, denn es ist Freitag, der 13. Der Nebel hält noch an. Unsere Sicht beträgt kaum 300 Meter, aber nichts kommt uns in die Quere. Von 15.45 bis 16.15 Uhr tauchen wir zum Boot einsteuern. Während dem Ausblasen wird ein Flugzeug geortet. Nochmal geht es für eine Stunde unter Wasser. Der Nebel ist fort, an der Kimm ist nicht zu erkennen. Es ist wunderlich, was ein Flugzeug in dieser Gegend sucht. Stehen wir doch ziemlich weit von Land ab. Langsam vergeht der Tag. Sonnabend, 14. November. Wir laufen mit einem Diesel langsamer. Um 3 Uhr geht an Steuerbord eine Leuchtkugel in die Höhe. Kurz darauf wird an Backbord ein Licht gesehen. Mit beiden Maschinen jagen wir in diese Richtung. Aber nach kurzer Zeit kann das Licht nicht mehr ausgemacht werden. Eine Maschine wird wieder gestoppt. Der Seegang steigt auf Stärke 5. Am Nachmittag tauchen wir zum Boot einsteuern für eine halbe Stunde auf. Im Anschluss werden Wartungsarbeiten an den Dieselmotoren und dem Zwischenventil der Hochdruckluftleitung durchgeführt. Um 21 Uhr kommt wunderbare Musik im Radio. Sonntag, 15. November. Heute ist der 8. Sonntag. Der Seegang hält an und wird noch etwas stärker. Die Essenrationen werden für 5 Tage gekürzt. Zum Mittag gibt es einen Topf. Die Sicht ist schlecht. Über Funk hören wir, dass U-106 unter Kapitänleutnant Rasch stark beschädigt wurde und den Rückmarsch antreten muss. Rasch stand südlich von uns. Auch ihm und seiner Besatzung war nur das Versenken des 5000-Tonnen-Dampfers am 11. Oktober geglückt. Wir stehen ungefähr 100 Seemeilen vor Neufundland. Die Wassertiefe unter uns beträgt 90 bis 150 Meter. Trotz allem ist die Stimmung noch gut. Kurz vor 16 Uhr tauchen wir. Ruhig verstreicht der Tag. Montag, 16. November. Ein Diesel geht langsamer. Der Seegang hält bei Stärke 5 bis 6. Zum Wachwechsel um 2 Uhr säuft der Backborddiesel ab. Wahrscheinlich lag etwas zwischen den äußeren Abgasklappen. Für kurze Zeit schneit es. Um 12 Uhr wird dem Kommandanten gemeldet, dass an Steuerbord mehrere Rauchwolken zu sehen sind. Sofort ist der Kommandant oben. Es folgen Maschinenmanöver. Jawohl, es sind zwei große Dampfer mit 10 Seemeilen, Fahrt und Kurs 240. Tiefhängende Wolken erschweren die Sicht gegen Flugzeuge. Wir stehen 80 Seemeilen vor Neufundland. 40 Minuten nach Sichtung der Dampfer ist durch das Fernglas ein Flugzeug zu erkennen. Wir tauchen und bleiben eine halbe Stunde unter Wasser. Nach dem Auftauchen sind knapp 4 Minuten verstrichen, als wieder ein Flugzeug ausgemacht wird. Es hat uns gesehen und kommt nun im Sturzflug auf uns zu. Tauch klar! Mit großer Vorlastigkeit geht es unter Wasser. Jetzt besteht wohl keine Chance mehr, noch an die beiden Dampfer heranzukommen. Das Flugzeug kennt unseren Standort und wird wohl noch für einige Zeit darüber kreisen. Trotzdem entschließt sich der Kommandant, nach einer Stunde nochmals aufzutauchen. Diesmal sind wir nur 2 Minuten oben. Das Flugzeug fliegt uns von Steuerbord an. Diesmal ist es mit bloßem Auge zu erkennen. Tauch klar auf Gefechtsstation! Alles geht rasend schnell. Das Boot schneidet unter 15, 20, 30 Meter. Endlich atmen wir auf. Es ist ein Wunder, dass es diesmal nicht gekracht hat. Die Freiwache tritt wieder weg. Jetzt können sie oben auf uns warten, bis sie schwarz werden. Zwei schöne Chancen, uns zu treffen, haben sie nicht genutzt. Erst in der Dunkelheit wollen wir wieder hochgehen. Schade. Dieses Flugzeug hat uns nach 8 Wochen Seefahrt heute eine schöne Gelegenheit verbaut.
Zum Glück ist alles noch gut ausgegangen. Um 22 Uhr tauchen wir auf. Dienstag, 17. November. Die Nacht ist dunkel und bitterkalt. Mit einer Maschine langsame setzen wir uns weiter von Land ab. Um 5 Uhr werden Schatten an Backbord ausgemacht, aber kurze Zeit später als Täuschung erkannt. Um 10 Uhr stehen wir bereits 170 Seemeilen östlich von Neufundland. Wieder ist es die Wache von Obersteuermann, die wie am Tag zuvor Rauchwolken in Sicht meldet. Diesmal mit Kurs nach England. Das ist der richtige Kurs für uns, möglichst immer von Land weg. Bald werden 6 Rauchwolken erkannt. Beide Diesel laufen 2x halbe. Die Dampfer sind uns weit voraus, sodass ein Vorsetzen allerhand Mühe und Zeit kostet. Sie fahren in 16 Seemeilen Entfernung an Backbord voraus. Plötzlich Ortung mit Dauerton. Tauch klar! Stark vorlastig und schnell kommen wir auf 60 Meter. Nach 20 Minuten gehen wir hinauf auf 20 Meter. Luft wird abgepumpt. Steuerbordachter aus sind Ortungsgeräusche im Horchgerät zu hören. Es geht auf Seerohrtiefe. Da Ortungsgeräusche Backbord voraus. Am Himmel erscheint ein Flugzeug. Das ist der Mittags-UVD. Nun ist das Zirpen des Ortungsgerätes frei im Boot zu hören. Wahrscheinlich ein Bewacher im Geleitzug. Eine Dreiviertelstunde fahren wir auf Seerohrtiefe. Die Kim ist frei. Auftauchen! Sofort wird ein Funkspruch abgegeben. Mit Große jagen wir dem Geleitzug hinterher. Allzu viel Brennstoff haben wir nicht mehr. Wir müssen bald einen Versorger anlaufen. Das wird schon noch reichen. Nach einer weiteren Dreiviertelstunde über Wasserfahrt wird ein Flugboot ausgemacht. Tauch klar! Eine Stunde später geht es wieder über Wasser. Schon nach 3 Minuten tauchen wir wieder ab, da über dem Geleitzug ein Flugzeug gesichtet wird. Nach einer Stunde gehen wir hoch. Nur 5 Minuten später zwingt uns ein Flugzeug zum Abtauchen. Nun bleiben wir unter Wasser mit Kurs 45 Grad. In der Dämmerung um 21 Uhr tauchen wir auf. Ein weiterer Funkspruch wird abgesetzt. Wir nehmen die Jagd wieder auf. Mittwoch, 18. November. Beide Diesel laufen auf Große. Ab 0 Uhr haben wir noch 40 Kubikmeter Brennstoff. Es ist nicht allzu dunkel an der Oberfläche. Um 0.30 Uhr taucht ein rotes Licht am Horizont auf und nähert sich schnell. Es ist ein Flugzeug, also sofort tauchen. Eine Stunde bleiben wir unter Wasser. Dann jagen wir weiter in die Richtung, in der wir den Geleitzug vermuten. Aber es kommt ewig nichts in Sicht. Um 8 Uhr wird an Backbord eine Rauchfahne ausfindig gemacht. Wir haben den Geleitzug wieder. Ungefähr 20 Dampfer sind zu sehen, keine Bewacher. Auf Gefechtsstation, alle Rohre sind klar. Im Osten kommt schon die Sonne hoch. Nun aber schnell schießen, sonst wird es zu hell. Die letzten Dampfer nimmt der Kommandant aufs Korn. Kurz vor 10 Uhr auf 3000 Meter Entfernung, Rohr 1 und 2 los, gleich darauf Rohr 3 und 4 los. Mit hoher Fahrtstufe wird das Boot auf Gegenkurs gebracht, um auch mit dem achteren Rohr zu schießen. Es knallt und in Laufrichtung unserer Torpedos schnellt eine 300 Meter hohe Feuersäule in den Himmel. 15 Uhr wird für 15 Minuten getaucht. Einer der Torpedo-Oberdecksstuben ist abgesoffen. Nach dem Auftauchen nehmen wir Kurs auf den Versorger. Die Stimmung ist gedrückt. Warum nun nochmal 8 Wochen Seefahrt? Der Kommandant gibt einen Funkspruch ab. Beide Abgasklappen lecken. 30% des Hochdruckluftvorrats. 2 Mann ausgefallen. Schwantke. Was wird wohl der Befehlshaber der U-Boote antworten? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Wir sollen dem alten Geleitzug nachstoßen. Wieder gehen wir auf Kurs in Richtung Nordosten. Beide Diesel laufen auf halbe. Bald wird es Nacht. Sonnabend, 21. November. Alfons hat heute Geburtstag. Oben ist helle Mondnacht. Wir gehen auf 2x halbe. Es ist kein allzu starker Seegang. Die Sicht wird laufend schlechter. Zunächst sind noch knapp 3 Seemeilen zu sehen. Um 5 Uhr verringert sich die Sichtweite auf nur noch 500 Meter. Wieder jagen wir einen Funkspruch los. Habe nur noch 14 Kubik Brennstoff, Gebiet nach Geleitzug abgesucht, Frage Versorgung. Endlich kommt der Rückmarschbefehl zum Versorger. Sofort wird der Kurs auf 180 geändert. Gegen Abend verbessert sich die Sicht. Dieselelektrisch fahren wir dem Versorger entgegen. Sonntag, 22. November. Der Seegang hält bis zum Morgen an, flaut dann aber allmählich ab. Im Radio läuft ein feines Konzert. Kurz nach 11 Uhr wird getaucht. Ich nehme schnell noch 2 Ventile raus und konserviere sie etwas. Alle Stationen haben 2 Stunden wachfrei. Ich bleibe allein in der Zentrale.
Der Kommandant hält eine Ansprache über die Rundspruchanlage. Er lobt die Leistung der Besatzung und spricht besonders lobend über den Angriff. Dann sagt er noch, dass der Befehlshaber der U-Boote eine Einsatzmeldung von uns verlangt hat. Der Kommandant hat ihm unsere Ausfälle gefunkt und nun erwarten wir den Entscheid unseres Befehlshabers. Es gibt ein großes Festessen und anschließend Sekt. Während des Essens sind in größerer Entfernung Wasserbomben zu hören. Wir lassen uns nicht stören, gehen nur etwas tiefer. 14 Uhr wird aufgetaucht. Kurz bevor ich um 16 Uhr auf Wache ziehe, spricht der Kommandant abermals über die Anlage. Folgender Funkspruch des Befehlshabers der U-Boote wurde eben aufgenommen. Schwanke! Versorgung für sparsamen Rückmarsch. Hurra, endlich ein guter Entscheid. Die Spannung ist gebrochen. Alles lacht und freut sich, steht beieinander. Ruhig läuft ein Diesel auf Langsame. Wir halten Kurs auf Versorger, 180. Am Dienstag werden wir wohl im Übernahmequadrat eintreffen. Montag, 23. November. Die See hält mit Seegang Stärke 3. Ein Diesel läuft auf Langsame und eine E-Maschine auf Halbe. Wir fahren auf Kurs 127. Unsere Stimmung ist prima. Schon beginnt das große Rätsel zu raten, ob und wie lange wir wohl Urlaub erhalten. Werden wir Weihnachten und Silvester zu Hause sein oder nicht? Naja, nun heißt es abwarten. Zum Boot einsteuern tauchen wir am Nachmittag für 20 Minuten. Am Abend wird der Funkpeiler ausgefahren, um Peilzeichen des Versorgers aufzufangen. Morgen müssen wir eigentlich dort eintreffen. 6 bis 7 Boote warten bereits im Übernahmequadrant auf die Versorgung. Wer weiß, wie lange wir uns dort aufhalten müssen, bis wir an der Reihe sind. Dienstag, 24. November. Der bislang stärkste Seegang dieser Fahrt kommt auf. Mit einem Diesel laufen wir auf Langsame. Knapp 9 Kubik Brennstoff haben wir noch. Wir stehen in der Nähe des Versorgers, halten uns aber auf Distanz, da eine Übernahme bei dem Seegang überhaupt nicht möglich ist. 14.30 Uhr wird getaucht. Es findet ein Wunschkonzert statt. Nach 2,5 Stunden geht es wieder über Wasser. Aber nicht allzu lange. 20 Uhr tauchen wir wieder hinab auf 50 Meter. Mittwoch, 25. November. Um 2.30 Uhr geht es langsam höher und um 3 Uhr tauchen wir auf. Die Brückenwache ist angeschnallt und trägt Schwimmwesten. Das Boot schaukelt stark in den Wellengang. Kurz vor 5 Uhr drückt ein Wellenberg das Boot auf 50 Grad Schlagseite. Alles fliegt aus den Kojen. Die Kali-Patronen fallen aus ihren Halterungen. Ein wildes Durcheinander herrscht im Boot. Der Kommandant lässt tauchen. Ich setze mich in eine Ecke und schlafe, bis meine Ablösung kommt. Kurz vor 10 Uhr wird aufgetaucht. Der Seegang ist noch der gleiche. Die Batterie wird aufgeladen und um 11 Uhr geht es wieder unter Wasser. Sogar auf 60 Meter Tiefe ist der Seegang noch zu merken. Um 18 Uhr gehen wir wieder rauf. Der Seegang lässt etwas nach, aber die Dünung ist hoch. Wir treten auf der Stelle, laufen mit einer E-Maschine kleine. Donnerstag, 26. November. Den ganzen Morgen lassen wir uns treiben. Endlich haben wir klare Kim. Der Obersteuermann nimmt ein Besteck. Wir stehen im richtigen Quadrat. Da funkt ein Boot, das der Brennstoff alle ist. Der Versorger muss an das Boot heranfahren. Alle Boote bekommen somit ein neues Versorgungsquadrat. Nach dem Mittagessen kommt ein Boot in Sicht. Kurz darauf noch ein zweites. Im Abstand von 1 bis 2 Seemeilen tauschen wir durch Wink- und Blinksprüche Bestecke, Neuigkeiten und so weiter aus. Es sind U-457 und U-366. Mit kleiner Marschfahrt fahren wir in das neue Quadrat. Da meldet ein Boot die Sichtung von Rauchfahren und dass es keinen Brennstoff mehr hat. U-457 bekommt den Befehl, sofort in das Gebiet zu fahren. Wir beobachten, wie das Boot abdreht und mit hoher Fahrstufe davonfährt. U-43 und U-366 stoppen um 20 Uhr gemeinsam. Wir lassen uns treiben. Freitag, 27. November. Bis kurz vor 12 Uhr bleiben wir gestoppt liegen. Nach einem kurzen Probetauchen laufen wir weiter nach Nordwest. U-366 fährt im kurzen Abstand hinter uns. Wir versuchen, Peilzeichen des Versorgers aufzufangen. Um 15 Uhr kommen dann die 2 Schornsteine eines großen Passagierdampfers in Sicht. Mit hoher Fahrtstufe kommt er näher. Jetzt dreht er hart ab und verschwindet schnell. Dem Kapitän ist es wohl etwas schwindelig geworden, als er 2 deutsche U-Boote gesehen hat. Kurz darauf kommt die Standortmeldung unseres Versorgers. Da viele Boote Brennstoff haben wollen, steht noch ein 2. Versorger hier im Gebiet. Sofort ändern wir den Kurs. Zwischen uns und dem Versorger liegt eine Distanz von 53 Seemeilen. U-106 hat ihn bereits erreicht. Die See wird unruhig, sodass eine Übernahme von Brennstoff völlig ausgeschlossen ist. Diese elektrisch laufen wir in die Nacht. Sonnabend, 28. November.
Es ist der 10. Sonnabend in See. Na, hoffentlich treffen wir heute den Versorger. Starker Seegang zieht auf. Um 1 Uhr stoppen beide Maschinen. Erst am Morgen gehen wir wieder auf Marschfahrt. Endlich trifft ein neuer Funkspruch ein. 4 Boote sind bereits versorgt. Rasch hat der Versorger durch den aufkommenden Seegang wieder unsere Fühlung verloren. Und nun suchen wir ihn eifrig. U-106 ist 18 Seemeilen von uns entfernt. Gegen 16 Uhr empfangen wir ein Peilzeichen des Versorgers. Er muss ganz in der Nähe stehen. Ein Funkspruch trifft ein, in welchem Quadrant er morgen steht. Verflucht nochmal, jetzt ging ihm mit knapper Not die Übernahme. Sofort jagt der Kommandant über Funk eine Standortmeldung heraus. Wir liegen gestoppt und warten. 1 Kubikmeter Brennstoff haben wir noch. Jetzt geben wir Peilzeichen. In der Abenddämmerung erscheinen plötzlich 2 Schatten. Es sind der Versorger und U-106. Der Morseverkehr geht hin und her, gestoppt bleiben alle 3 Boote liegen. Sonntag, 29. November. Heute ist der erste Advent. Die Nacht ist ziemlich dunkel. Im Abstand von einigen hundert Metern liegen wir auseinander. Der Seegang schwächt sich laufend. Um 9.30 Uhr werden Kommandos für die E-Maschinen gegeben. Im Abstand von 50 bis 100 Metern fahren wir an die Dwars-Linie heran. U-43 liegt an Steuerbord von ihm und U-106 an Backbord. Die Wurfleinen werden geschossen und der Treibölschlauch bei uns befestigt. Sofort beginnt die Übernahme. In knapp 2,5 Stunden haben wir 45 Kubik erhalten. In dieser Zeit hat U-106 Proviant übernommen. Der Arzt von U-406, dem Versorger, kommt zu uns an Bord zum Mittagessen. Unsere beiden Wachoffiziere sind auf U-106 eingeladen. Ein lebhafter Schlauchbootverkehr setzt ein. U-106 schenkt uns einige Flaschen Bier. Von U-460 erhalten wir einige Kisten Zigarren. Wir beschenken beide Boote im Gegenzug mit selbstgebackenem Kuchen. Nach Abschluss der Treibölübernahme übernimmt sofort Rasch. Wir tauchen zum Bootseinsteuern für 15 Minuten. Dann verabschieden wir uns von beiden Booten und wünschen U-106 noch fette Beute. Ein Dampfer fehlt bei Rasch noch zum Ritterkreuz. Wir drehen auf Heimatkurs, 90 Grad. Alles ist in bester Stimmung. Nachdem es schon zum Mittagessen Rotwein gegeben hat, wird um 16 Uhr Kuchen gereicht. Der Kommandant feiert mit den Seeleuten im Bugraum Advent. Wir Heizer freuen uns, alleine zu sein. Nach dem Kaffeetrinken spiele ich noch eine Partie Schach. Um 20 Uhr ziehe ich wieder auf Wache. Im Radio ist schneidige Musik zu hören. In Ruhe vergeht der Sonntag. Montag, 30. November. Der Seegang nimmt wieder zu. Gott sei Dank haben wir Treiböl übernommen. Mit Marschfahrt dieselelektrisch geht es Lorient entgegen. Um 15.30 Uhr tauchen wir ab. Schon 16 Uhr geht es wieder nach oben. In unserer Nähe wird ein Geleitzug gemeldet. Sofort ändern wir Kurs auf 60 Grad. Gleich darauf kommt der Funkspruch, dass das Boot den Geleitzug durch schlechte Sicht verloren hat. Trotzdem laufen wir entgegen. Man kann ja mal Glück haben und ihn so wiederfinden. Die Sicht wird nun auch für uns zu schlecht. Zeitweilig setzt Nebel ein. Um 20 Uhr wird es bereits dunkel. Dienstag, 1. Dezember. Das Wetter ist schön ruhig. Es weht nur ein schwacher Wind und leichtes Meeresleuchten tritt auf. Wir laufen auf Marschfahrt. Von dem Geleitzug ist nichts mehr zu hören. Morgens gibt es einen Übungsalarm. Nach 20 Minuten tauchen wir wieder auf. Kurz vor 16 Uhr kommen SOS-Rufe eines italienischen Frachters, der eben durch einen englischen Kreuzer versenkt wird. Sofort beordert der Befehlshaber der U-Boote sämtliche rückmarschierenden Boote in das betreffende Quadrat, um eventuelle Überlebende aufzufischen. Beide Diesel gehen auf halbe, Kurs 130. Da wir mit halbe zu viel Brennstoff verbrauchen, gehen wir ab 23 Uhr wieder auf Marschfahrt zurück. Mittwoch, 2. Dezember. Die Nacht ist klar, es herrscht kein Seegang. Wir machen sehr gute Fahrt. Morgens fangen wir die Peilstrahlen eines deutschen Flugzeuges auf, das über der Untergangsstelle des italienischen Frachters kreist. Um 10 Uhr wird Alarm zur Übung gegeben. 20 Minuten später wird wieder aufgetaucht. Na, bald sind wir zu Hause. Urlaub wird es schon geben. Ruhig vergeht der Tag. Donnerstag, 3. Dezember. Mit Marschfahrt auf Kurs 176 fahren wir immer noch in Richtung spanische Küste, um gemäß des Befehls vom Befehlshaber der U-Boote Überlebende des Italieners aufzufischen. Da unser Brennstoffvorrat aber nicht reicht, müssen wir von diesem Befehl ablassen und sofort auf Heimatkurs gehen, Kurs 90 Grad. Beide Diesel gehen auf halbe, Vormittag gibt es einen Übungsalarm. Bereits eine halbe Stunde heißt es auftauchen. Bis 20 Uhr laufen wir wieder auf Marschfahrt, dann gehen die Diesel abermals auf halbe.
Heute nach Tagen wollen wir einlaufen. Um 4 Uhr passieren wir den 20. Längengrad. Die See ist ruhig, sodass wir gut vorwärts kommen. Ab dem 20. Längengrad beginnen die Tauchquadrate für einlaufende Boote. Die Wolken hängen ziemlich tief. In der Morgendämmerung wird getaucht zum Unterwassermarsch. Nur zweimal geht es auf Seerohrtiefe. Kurz nach 18 Uhr tauchen wir wieder auf. Sonne am 5. Dezember. Beide diese laufen auf halbe. Es ist ruhige See, nur ab und zu gehen einige Regenschauer nieder. Knapp 650 Seemeilen sind es noch bis Lorient. In der Morgendämmerung tauchen wir ab. Wir vernehmen in größerer Entfernung Detonationen, sonst ist es ruhig. In der Abenddämmerung wird aufgetaucht. Sonntag, 6. Dezember. Kurz nach Wachablösung um 1.40 Uhr gibt es eine Flugzeugortung. Tauchklar. Mit starker Vorlastigkeit geht es unter Wasser. Die Ortung war sehr stark, also ist das Flugzeug schon ziemlich nah. Nach einer Stunde tauchen wir auf. Eine Stunde später gibt es abermals eine Ortung. Wieder geht es hinab in den Keller. Diesmal bleiben wir 2 Stunden unten. Nach dem Auftauchen gehen beide Diesel wieder auf halbe. Es ist nur eine kurze Zeit bis zur Morgendämmerung. Nach dem Sterneschießen um 9 Uhr wird getaucht zum Unterwassermarsch. Wir überholen unsere Werkzeugkästen und schreiben die Arbeitsaufträge fertig. Um 14 Uhr wird die Luftreinigung angestellt. Gegen 19 Uhr tauchen wir auf. Montag, 7. Dezember. Es ist wunderbares Wetter. Die See ist ruhig. Beide Diesel gehen auf halbe. Auf die Brücke darf nur noch die Wache. Wir scheinen diesmal Glück zu haben mit den Flugzeugen. Der Morgendämmerung wird getaucht. Um 13 Uhr gehen wir auf Seerohrtiefe. Der Funkpeiler wird ausgefahren und die Funkspruchprogrammzeit abgehört. Dann gehen wir wieder auf 50 Meter Tiefe hinab. Kurz nach 19 Uhr tauchen wir auf. Dienstag, 8. Dezember. In der Nacht peilen wir Lorient an. Wir stehen etwas nördlich. Da wir schon zu weit vorausstehen, wird um 3 Uhr getaucht. Von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr geht es über Wasser. Schon haben wir die 200 Meter Grenze passiert. Sofort setzen wir einen Gegenkurs. Auf Seerohrtiefe wird der Funkpeiler ausgefahren und Lorient angepeilt. Nach Kopplung des Obersteuermanns stehen wir ungefähr richtig. Durch das Seerohr sind bereits einige Fischdampfer zu erkennen. So, Kameraden, jetzt nochmal eine kurze Nachbesprechung. Also, im Bericht wurde die 12. Unternehmung von U-43, einem U-Boot des Typs 9A, unter Kommando von Oberleutnant zur See Hans-Joachim Schwanke geschildert. Das Boot lief am 23. September 1942 von Lorient aus und operiert im Nordatlantik und dem St. Lorenz-Golf. U-43 machte am 18. November 1942 um 8.45 Uhr den Gleitzug SC-109 aus. Das Boot wurde zunächst von Zerstörern abgedrängt. Um 9.56 Uhr feuerte U-43 eine Reihe von 4 Torpedos auf den Konvoi SC-109 ab und beobachtete nach 1 Minute und 44 Sekunden 2 Treffer auf einen Munitionsfrachter, der mit einer etwa 200 Meter hohen Feuersäule explodierte. Der nächste Schuss verfehlte einen Tanker und traf ein Schiff dahinter. Der letzte Treffer stoppte den Tanker. Schwanke meldete per Funk den Abschuss von 2 Dampfern mit je 5000 Bruttoregistertonnen und die Beschädigung eines Tankers. Durch die Alliierten wurde nur der Treffer auf der Brilliant bestätigt, ein amerikanisches Motortankschiff mit einer Tonnage von 9131 Bruttoregistertonnen. Es befand sich auf der Route von New York nach Belfast und hatte 90.704 Barrel Treiböl geladen. Der Torpedo schlug zwischen dem Tank Nummer 5 und dem Pumpenraum ein, öffnete ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 40 Fuß in der Seite, zerstörte 3 Tanks und verursachte Lecks in 3 anderen Tanks auf der Backbordseite. Die Ladung geriet in Brand und das ganze Schiff hinter der Brücke stand in Flammen. Die Wache unter Deck sicherte sofort die Motoren. Der Kapitän, 3 weitere Offiziere, 3 Besatzungsmitglieder und 2 bewaffnete Wachen ließen ein Boot zu Wasser, blieben aber in Nähe des Tankers. Die raue See und der Sturm ließen diese Boote kentern, wodurch die Männer ins Wasser geschleudert wurden. Das britische Rettungsschiff Bury rettete sie später. Der Chirurg auf diesem Schiff lehnte die Bitte des Kapitäns ab, zu seinem Schiff zurückkehren zu dürfen und brachte die Männer über den Atlantik nach Glasgow. Die verbleibenden Männer auf der Brilliant unter Befehl des Junior Third Officer, der für diese Aktion die Merchant Marine Distinguished Service Medal erhielt, löschten die Flammen und brachten den Tanker mit 3 Knoten über 300 Meilen weit nach St. John's, Neufundland, wo das Schiff am 24. November 1942 einlief.
Die gesamte Besatzung aus 9 Offizieren, 33 Mann und 18 bewaffneten Wachen überlebte. Am 29. November 1942 wurde U-43 vom Versorgungs-U-Boot 460 mit 45 Kubikmeter Diesel versorgt. 77 Tage nach Beginn des Unternehmens, am 9. Dezember 1942, lief U-43 wieder in Lorient ein. Während der Unternehmung wurden 8.159 Seemeilen über Wasser und 1.390 Seemeilen unter Wasser zurückgelegt. Am 18. Dezember 1942 verließ die Brilliant St. John's im Konvoi WB-17 in Richtung Sydney, da der Tanker Neufundland nicht repariert und gelöscht werden konnte. Aufgrund orkanartiger Winde und rauer See kehrte der Kapitän am nächsten Tage zum Ausgangshafen zurück. Am 18. Januar 1943 lief die Brilliant wieder im Schlepp des Schleppers HMS Frisky aus, eskortiert von der HMS Chelsea. Zwei Tage später brach sie im heftigen Sturm und rauer See in zwei Teile. Das Vorderschiff sank sofort und nahm alle 11 Mann aus diesem Teil des Schiffes mit auf den Meeresgrund. Diese Männer waren der Kapitän, 2 Offiziere, 4 Besatzungsmitglieder, 3 bewaffnete Wachen und der Küstenlotse. Das Achterschiff trieb einige Tage mit 44 Mann an Bord, 150 Meilen nach Südosten, bis ein Rettungsboot des Schleppers und ein Boot der HMS Goderich die Überlebenden abholten und am 24. Januar 1943 nach Argentia, Neufundland brachten. Das Hinterteil wurde nach Placentia, Neufundland geschleppt, sank aber am nächsten Tag.